Wisst ihr, das war mal ein ganz herrliches Land. Ich kann nicht verstehen, was auf einmal damit los ist. Tja, Mann, alle haben sie Schiss, das ist was los ist. Ja, wir können noch nicht mal in ein zweitklassiges Hotel rein. Ich meine, ein zweitklassiges Motel, verstehst du? Sie denken, wir schneiden ihnen die Kehle durch oder sowas, Mann. Sie haben Angst vor uns, ja? Sie haben keine Angst vor dir. Sie haben Angst vor dem, was du für sie repräsentierst. Ach, Mann. Alles, was wir für sie repräsentieren, ist nur jemand, der sich nicht die Haare schneidet. Oh nein. Was du für sie repräsentierst, ist Freiheit. Was haben sie denn gegen Freiheit? Darum dreht sich doch alles. Ja, ja, das ist richtig. Darum dreht sich wirklich alles. Aber von Freiheit reden und wirklich frei sein, das ist nicht dasselbe. Ich finde, es ist wirklich schwer, frei zu sein, wenn man verladen und verkauft wird wie eine Ware. Aber wehe, du sagst jemand, er sei nicht frei, dann ist er sofort bereit, dich zu töten oder dich zum Krüppel zu schlagen, um zu beweisen, dass er frei ist. Oh ja, sie reden und reden und reden über individuelle Freiheit. Aber sehen sie dann ein freies Individuum, kriegen sie es mit der Angst. Sie werden vor Angst nicht gerade weglaufen. Nein, aber es macht sie gefährlich. Nick, 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 Nick. Swarm. Ja, das stimmt. Swamp. 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 Swamp? Swamp. Hast du dich schon mal mitten in der Nacht mit einem Ochsenfrosch unterhalten? Normalerweise nicht. Noch nicht? Nein, Mann. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Was hast du denn gemacht? Ich werde dir sagen, was ich früher nicht gemacht habe. Mich mit Ochsenfröschen unterhalten, mitten in der Nacht und nah. Du hast sie ja nicht alle. Ja, das stimmt.